Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise einem angetestet, was auch immer, zu einem tollen Spiel. Das hat mir der Jan geschenkt, und zwar ist das der Shower with Your Dad Simulator. Und das ist schon so großartig programmiert, dass ich es nicht im Fullscreen laufen lassen kann, weil er die Maus nicht findet. Ich bin ja zuversichtlich, dass uns hier eine richtige Spielspaßgranate erwartet. So, der Name dürfte eigentlich alles sagen, was man machen muss. Mit seinem Vater duschen gehen. Klingt doch nach Spaß. Okay, das ist jetzt doof. Okay. Ich habe das Spielprinzip voll verstanden. Man muss also immer seinen Vater laufen und nicht zu den anderen Daddys hin. Ich sehe schon, das hat eine Langzeit-Spielspaß-Garantie. Ja. Menschen. Nein! Oh. Da bin ich dem falschen Vater in die Arme gerannt. Das ist so ein bisschen. Ja, in Fachkreisen auch belgischer Hindernisparcours genannt. Ich bin schon ganz froh. Was ist wie? Ja, ich bin schon ganz froh, dass man hier die Falle nicht am Schlong erkennen muss. Menschenskind, ich könnte stundenlang hier. Fuck, ich bin nicht. Ah, die Tastatur liegt aber auch blöd. Daran liegt's. Was haben wir denn? Highscore: 34.000. Na, das geht aber noch besser. Was heißt denn das hier? Naja. Komm, jetzt nehme ich mal hier die Rothaarigen. So. Jetzt habe ich aber nicht den falschen. Jetzt bin ich schon so auf hier den einen da fixiert. Ja? Das klingt so falsch. Huch! Haha! Das ist aber ein bisschen gemein, die Hautfarbe stimmt ja gar nicht richtig überein. Hier, dann will ich immer zu dem. Genau das meine ich. Da will ich immer zu dem laufen. Ah, ich habe es freigeschaltet. Seife. Na komm, hier, ich glaube, das mit dem Braunen ist am einfachsten. Mit dem Braunen. das ist am einfachsten. Brauche ich nur auf die Farbe gucken. Die Musik ist auch ganz lustig. Ist halt nicht Gary Glitter. Ja. Aber cool. Oh, Seife. Yeah. Jetzt sehe ich ja gar nichts. Das ist ja echt. Ich verstehe auch nicht, ob das jetzt hier die ganze Zeit Highscore-Jagd ist oder geht es irgendwann weiter? Oh, Seife nochmal. Okay, es gibt doppelte Punkte, aber. Hui. Ja, vielleicht hätte ich das Gamepad anschließen sollen. Mit den Pfeiltasten ist das doch ein bisschen. Hula. Nein. Oh. Das Spiel ist so falsch. Ah, ich bin ausgerutscht. Hui, nochmal. So ein bisschen stelle ich mir auch den Laptop-Inhalt von Sebastian Edertis verlorenem Laptop vor. Ach, oh, das ist doch unfair. Na, immerhin Errungenschaften. Davon kann ich mir was kaufen. Warte mal, gibt es nicht noch was anderes? Muss ja noch einen anderen Modus geben. Das kann doch nicht alles sein. Ein Deadathlon. Zu
viele Pixel, die ich nicht sehen möchte. Ah, wieso habe ich jetzt... ach, jetzt bin ich immer an jemand anders. Das ist ja fies. Das war der, oder? Ja. Fast wieder dem Falschen in die Arme gelaufen. Nein, das war der Falsche. Ah. Okay. Wozu ein Rasiermesser? Ach, zu dem muss ich. Ach, ich war fast schon wieder falsch. Der hier, der Rothaarige, der ist kritisch. Ah, eigentlich ist er blond. Ah! Ja. Ah! Falscher Faller. Oh. Nein, da. Nein! Bleib doch da. So viele Entscheidungen, so viele Dödel. Ich stehe unter emotionalem Stress. Hui! Was? Boah, da kam aber noch ein gemeiner Trick am Ende. Gibt's noch einen anderen Modus? Dead Divisions, okay. Die Witze sind ja noch schlechter als das Spiel. Ach nein, jetzt muss ich auch noch die... Also wenn ich das richtig verstehe, mit der Hochtaste müsste ich dann das... What? Ein Arm? Was ist das denn? Das sieht aus wie ein riesen Hitlerarm. Okay, mit der Taste hoch wechsle ich das Kind. Huch. Oh. Oh Gott, ich will gar... Das sieht so... Ah, fast schon wieder drauf eingefallen. Ah, falscher. Ich sag doch, es ist keine gute Idee, das am Dödel zu versuchen. Oh nein! Ah! Ach! Panik! Okay. Ich würde ja gern den da haben. Okay, vielleicht können wir mit dem Deadathlon nochmal aufleveln. Um den nächsten Spielmodus freizuschalten. Ansonsten muss ich sagen, Jan, herzlichen Dank für dieses Geschenk, ja. Kriegst du wieder. Also. Oh. Oh Gott! What the shit? Jetzt habe ich es mir ja noch schwerer gemacht. Ja.
Nein, dieses bescheuerte Schild da. Nein! Ach, du blödes Kind! So. Wo ist er? Nein, schon wieder fast der falsche. Uiuiui. Nein! Ach, das ist doch... Das ist wirklich nervenaufreibend. What the shit? Was zum Teufel? Keine Ahnung. Okay. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, wie abgrundtief bescheuert dieses Spiel ist. Ja. Ah. Haha. Oh nein! Das ist so ein bisschen wie, wie heißt das noch, Spiel mit der Katze nochmal? Ach, wie heißt es denn? Kitten Adventure, ach, ich weiß nicht mehr. Das war auch ein richtiger Knaller. Boah. Aber es hat auf jeden Fall, also dieses Kitten Dingsbums Adventure hat auf jeden Fall die bessere Musik, das ist hier schon hart grenzwertig. Ja. Ah, das kann ich jetzt. Ach, das ist auch der nächste Modus wahrscheinlich, oder? Na komm, einmal geht noch. Ich spiele aber gerade mit links, das ist ein bisschen doof. Jetzt finde ich sogar langsam die Musik gut, das gibt's ja gar nicht. Also wenn man hier nach kein Trauma hat. Ah! Okay. Na, ganz ehrlich. Also Jan, wenn du mir wieder was schenken willst, ne? ja. Ne, das war gar nicht der. Ach, das ist der hier, okay. Okay. Egal. Ja, ein super tolles Spiel. Tatsächlich, ich glaube, 2 Minuten hatte ich Spaß. Kann man sich also kaufen, wenn einem das reicht. Aber ansonsten, naja, gut. Also ich glaube, ich werde es nicht nochmal spielen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ach, Audit, nehmt mich mit.